Liebe Sportsfreunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr zu Hause ideal den Trizeps stärken könnt, den Armstrecker. Und das Ganze mit zwei tollen Kurzhanteln. Ganz einfache Übung, die ihr zu Hause umsetzen könnt, um auch das Trizeps-Training mit der Kurzhantel in euer Training zu integrieren. Und ich zeige euch dafür jetzt mal ein paar Übungen. So, wir beginnen mit dem Armstrecker über Kopf. Dafür braucht ihr bloß die eine Kurzhantel. Jetzt geht ihr mit dem Arm über Kopf, am besten am Anfang noch den Arm fixieren. Und jetzt geht ihr hoch, streckt den Arm nicht komplett durch und wieder knapp unter 90 Grad nach unten. Guckt, dass der Oberkörper gerade bleibt. Der Oberkörper ist angespannt. Und hier reichen dann am Anfang 10 bis 12 Wiederholungen bei 3 Sätzen. Achtet auf die langsame Ausführung, dass euer Gelenk hier etwas geschont bleibt. Und wie gesagt, knapp unter 90 Grad nach oben strecken, nicht komplett durch. Und hier nochmal eine andere Ansicht davon. Ihr könnt den Arm natürlich am Anfang noch fixieren. Das Ganze sieht dann so aus, dass ihr auch die Sicherheit hier habt. Oder ihr macht das Ganze frei. Wichtig ist, dass die Körperspannung da ist und dass der Oberkörper natürlich gerade bleibt. Die nächste Übung könnt ihr ideal auf einem flachen Bett, auf der Bettkante machen, auf einem flachen Stuhl oder einer Flachbank, wenn ihr diese natürlich zur Verfügung habt. Die sogenannten Kickbacks. Ich mache euch das mal vor hier. Ein Knie auf die Bettkante, auf den Stuhl oder auf die Flachbank. Jetzt nehmt ihr die Hantel, in dem Fall jetzt hier, in die linke Hand. Guckt jetzt, dass ihr den Ellbogen in die Verlängerung der Wirbelsäule bringt, dass ihr hier den rechten Winkel dann habt, in der Senkrecht mit dem Arm. Guckt nach vorne. Der Blick in der Verlängerung mit der Wirbelsäule oder der Kopf eher gesagt. Und jetzt streckt ihr natürlich, weil es der Armstrecker ist, den Arm nach hinten. So sieht das Ganze dann aus. Auch eine sehr anstrengende Übung. Hier, je nachdem, mit welcher Trainingsmethode ihr gerade trainiert, für die Hypertrophie reichen hier ganz klar 10 bis 12 Wiederholungen. Und das wäre eine weitere Variante, wie ihr zu Hause ideal den Trizeps stärken könnt. Für die nächste Übung wäre es perfekt, wenn ihr natürlich zwei Handeln habt, denn jetzt mache ich euch mal hier die sogenannte French Press oder auch der Schädelzertrümmerer. Egal wie man es nennt, ist natürlich wieder für den Trizeps. Ihr solltet gucken, dass ihr vielleicht etwas die Wirbelsäule schont, deswegen die Füße entweder auf eine Kante stellen oder ja, hier kurz aufstellen. Ihr müsst nicht unbedingt ins Hohlkreuz gehen. Jetzt nehmt ihr die beiden Hanteln, legt den Kopf ab. Jetzt guckt ihr, dass ihr einen rechten Winkel im Ellbogengelenk hier habt. Weil bei allen Trizepsübungen solltet ihr darauf achten, dass ihr die Übung eigentlich nur aus dem Unterarm macht, dass ihr den Trizeps so gut wie möglich isoliert. Das Ganze sieht dann so aus. Die Ellbogen relativ eng zusammen am Körper. Hier werden den rechten Winkel bilden. Und jetzt geht ihr nur mit dem Unterarm runter. Guckt, dass die Ellbogen ungefähr auf einer Höhe bleiben. Knapp hinterm Kopf und schön langsam runter. Und strecken. Nicht komplett durchstrecken. Wenn noch etwas weiter nach hinten. Langsam runter. Und wieder hoch. Dass sich der Ellbogen so wenig wie möglich bewegt. Wenn ihr dann schon mal auf dem Boden, auf der Langhantelbank oder wo auch immer
liegt, dann gibt es natürlich noch eine andere Alternative, wenn ihr die zwei Kurzhanteln habt. Macht einfach mal ein bisschen mehr Gewicht drauf, denn jetzt machen wir ein enges Kurzhanteldrücken. Ja? Ihr habt schon die Brust etwas noch mehr mit drin, aber durch das Anlegen der Ellbogen, indem man relativ eng greift und relativ weit runter zur Brust geht, ist der Trizeps natürlich hier stark angesprochen. Ich mache euch das Ganze mal vor. Ist ein kleiner Unterschied zum normalen Bankdrücken für die Brust, weil dort die Ellbogen weiter außen sind, wo man die Brust mit mehr nimmt. Jetzt gehen wir weiter mit den Ellbogen zusammen, drücken etwas weiter unten und so kriegen wir natürlich ideal den Trizeps mit rein. Hier auch wieder darauf achten, eventuell, oder besser ist es, wenn ihr die Füße ein bisschen hochnehmt und abstellt, dass ihr hier auch nicht ins Hohlkreuz bei den letzten und schweren Wiederholungen geht. Generell hier auch wieder, kommt es auf die Trainingsmethode an, wie viel Wiederholung ihr macht. Wenn ihr wirklich im Muskelaufbaubereich oder Masseaufbaubereich seid, guckt, dass ihr zwischen 8 und 15 Wiederholungen dann macht. Das Ganze sieht dann so aus. Guckt, wie gesagt, dass ihr die Füße wieder hochnehmt. Das nimmt die beiden Hanteln. Ellbogen relativ eng am Körper. Ihr könnt die wirklich zusammendrücken, die Hanteln in der Mitte. Und jetzt führt ihr die Hanteln nach oben und geht ja, schon fast unterhalb der Brust wieder runter und wieder nach oben. Fast strecken die Arme, Ellbogen bleiben ganz eng am Körper, damit ihr den Trizeps reinbekommt. Achtet auf die Atmung, keine Pressatmung, wenn ihr hochgeht, am besten ausatmen. So, wer jetzt noch nicht genug hat, für den habe ich natürlich noch eine schöne Übung zum Ausbauen, eine schöne statische Übung. Ihr braucht jetzt nur eine recht kleine Hantel, nicht so viel Gewicht. Ihr legt den Ellbogen eng an den Körper an und jetzt, wie so eine, als ob ihr so ein, ja, was auskippen möchtet, so eine Kippbewegung mit dem Handgelenk. Ellbogen anlegen, eine statische Übung, vielleicht mal 30 bis 60 Sekunden halten, um den Muskel nochmal richtig ausbrennen zu lassen und zu reißen am Ende. Das Ganze sieht dann so aus. Nach oben drücken, schön die Spannung halten. Trizeps ist schön angespannt und halten. Nochmal richtig kämpfen am Ende, alles geben. Und drücken. Jede Seite schön nochmal 30 bis 60 Sekunden mit einer statischen Übung am Ende. Nochmal schön auspowern und den Muskel schön am Ende nochmal übersäuern lassen, dass gar nichts mehr geht. Was jetzt am Ende natürlich nicht fehlen darf, sind ein paar Tipps zum Abschluss. Das Ganze mache ich wieder mit meiner tollen Wäschewanne, die ihr vielleicht auch schon aus anderen Videos von mir kennt. Das Ganze geht natürlich auch mit zwei Stühlen oder zwei Anhörungen, wo ich dann natürlich als Brücke dazwischen setzt. Ihr braucht einfach nur eine Anhörung, wo ihr die Füße abstellt und nachher auch die Arme hinten abstellt und euch abstützt. Das Ganze geht natürlich im Studio auch mit einem Dipständer, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Am Ende einfach nochmal so viel Wiederholung, wie es geht, um den Muskel wirklich dann auch, ja, dem Muskel den Rest zu geben und nochmal richtig auszupowern. Ich zeige euch nochmal, wie es geht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr natürlich Anmerkungen habt oder Fragen, geht einfach auf meinen Blog. Den findet ihr hier unten. Einfach mal draufklicken und eine Frage stellen. Ich beantworte so schnell wie möglich. Und jetzt gebe ich mir nochmal den Rest hier mit den Tipps mit der Wäschewanne.